Hey, Jonas hier. Heute spricht wieder Marcel aus dem Team. Er groovt sich weiter ein und gibt sein Bestes. Danke für euer konstruktives Feedback bisher. Der Morgen des 5. Juli 2017. Ein Mann sitzt vor seinem Laptop in einer Villa in Bangkok. Online kennt man ihn nur unter seinem Pseudonym, Alpha O2. Er ist Multimillionär, lebt ein Leben im Luxus und fährt teure Autos. Er fühlt sich sicher in Thailand. Plötzlich hört er einen Knall vor seinem Haus. Eine Frau ist mit ihrem Toyota Camry in sein Eingangstor gecrasht. Er lässt alles stehen und liegen und läuft aus seinem Haus zu der Unfallstelle. Ein folgenschwerer Fehler. Die Fahrerin ist eine Agentin der Royal Thai Police Force. Seit Monaten warten Ermittler des FBI und der DEA auf diesen Moment. Behörden aus 7 Ländern haben zahllose Stunden auf diesen Tag hingearbeitet. Die Jagd nach dem König des Darknets soll endlich beendet werden. Während Cyberkriminelle ja bekanntlich in kalten Kellern in Hoodies vorm PC hocken, wird es draußen immer heißer. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist extrem wichtig, um die stetig voranschreitende Klimakrise aufzuhalten. Der Sponsor des heutigen Videos sind die Bürgerwerke. Als genossenschaftlicher Ökostromversorger liefern sie deutschlandweit Strom aus Sonnen-, Wind- und Wasserkraft. Bei den Bürgerwerken haben sich mehr als 50.000 Bürgerinnen und Bürger und über 100 regionale Energiegenossenschaften aus ganz Deutschland zusammengetan, um die Energiewende voranzubringen. Als Kunde der Bürgerwerke bezieht man nicht nur 100% Ökostrom, sondern unterstützt gleichzeitig aktiv den regionalen Ausbau erneuerbarer Energien. Denn die Gewinne aus den Stromlieferungen fließen nicht an irgendwelche Großinvestoren, sondern an die Bürgerwerke-Genossenschaften, die damit neue Solar- und Windkraftanlagen bauen. Aus unserer Sicht ist das eine wirklich tolle Initiative mit echter Wirkung. Unter bürgerwerke.de/simply könnt ihr den Bürgerstromtarif für euren Haushalt kostenlos berechnen und mit dem Code SIMPLY spart ihr 20 Euro, wenn ihr zu den Bürgerwerken wechselt. Wenn ihr hauptberuflich an der Energiewende mitwirken wollt, schaut mal bei bürgerwerke.de/jobs vorbei. Die Bürgerwerke suchen nämlich gerade Verstärkung. Die Story rund um die Jagd auf den Darknet-König hat der Wired-Journalist Andy Greenberg in einer mehrteiligen Reihe eindrucksvoll aufgearbeitet. Außerdem gibt es eine phänomenale Darknet Diaries-Episode zur Operation Bayonet. Beide Links findet ihr in der Beschreibung. Kapitel 1: Der Kampf um den Thron. Anfang der 2010er Jahre. Das Darknet nimmt Fahrt auf. Die Versprechen von Anonymität und Privatsphäre locken immer mehr Menschen an. Dank Bitcoin gibt es auch ein neues Zahlungsmittel, das nicht von Behörden kontrolliert wird. So ist es für Kriminelle einfacher denn je geworden, ihre Produkte online zu verkaufen. Im ganz großen Stil. Mit dem Aufkommen von Darknet-Schwarzmärkten beginnt ein gigantisches globales Katz-und-Maus-Spiel, das bis heute andauert. Falschgeld und Drogen. Billions and billions of dollars. Silk Road ist bis heute der vielleicht legendärste Darknet-Marketplace. Die Plattform geht im Februar 2011 online und wird wahnsinnig beliebt. Über 100.000 Kunden kaufen dort vor allem Drogen. Doch nur 2,5 Jahre später wird der Betreiber gefasst und die Site geht offline. Die Behörden wollen im Kampf gegen die Drogen ein Exempel statuieren. Der Silk Road-Gründer erhält eine lebenslange Gefängnisstrafe. Doch das Geschäft ist zu lukrativ, um andere Betreiber abschrecken zu können. Es dauert nicht lange und es sprießen neue Darknet-Märkte aus dem Boden. Silk Road 2.0 erscheint 35 Tage nach der Schließung des Vorgängers. Die Seite überlebt nicht mal ein Jahr. Evolution wird ein weiterer beliebter Marktplatz und ähnlich groß wie die beiden Silk Roads. Um auf Evolution einkaufen zu können, muss man seine Bitcoin an einen Account der Plattform zahlen, quasi ein Darknet-Treuhandkonto. Erst wenn die Ware beim Kunden angekommen ist, werden die Verkäufer ausgezahlt. So liegt zu jedem Zeitpunkt unglaublich viel Geld bei den Plattformbetreibern. Irgendwann beschließen die Betreiber, dieses Geld zu stehlen. Ein klassischer Exit-Scam. Agora wird ebenfalls lange als ebenbürtiger Nachfolger der Silk Road gehandelt.
Doch die Gründer nehmen die Seite im August 2015 freiwillig offline, weil ihnen das Geschäft zu heiß wird. Exit-Scams, Festnahmen, freiwillige Rückzüge, Hacks. Von all dem profitiert ein neuer, aufkommender Darknet-Markt. AlphaBay. Im Juli 2014 beginnt der Mann, der sich Alpha O2 nennt, mit der Entwicklung von AlphaBay. Nur 5 Monate später geht er mit seiner Plattform online. Zunächst werden nur gestohlene Kreditkartendaten angeboten und verkauft. Doch Alpha O2 beginnt schnell, lukrativere Produkte anzubieten und expandiert. Neben Daten und Logins gibt es Drogen, Waffen und Schadsoftware. Auch Dienstleistungen wie Geldwäsche werden angeboten. Nur weniges ist verboten. Material, das auf Kindesmissbrauch schließen lässt, Auftragsmorde und gestohlene Kontodaten aus Russland sind streng untersagt. Letzteres, weil man sich vermutlich nicht mit russischen Strafverfolgungsbehörden anlegen will. So kann man sich außerdem als russisch ausgeben, um eine falsche Fährte zu legen. Die Website selbst funktioniert ähnlich wie Amazon. Sie ist benutzerfreundlich. Es gibt Suchfunktionen, Filter, Kategorien. Man kann mit Bitcoin, Monero oder Ethereum zahlen. Das soll Anonymität garantieren. AlphaBay bietet sogar einen Tumblr an. Dabei werden Spuren weiter verwischt, indem mehrere Transaktionen von verschiedenen Personen zusammengeführt werden. Die Plattform funktioniert hervorragend und dominiert das Darknet. Während andere Marketplaces auftauchen und verschwinden, bleibt AlphaBay. Die Zahl der Nutzer wächst rasant an. Nur ein knappes Jahr nach der Gründung verzeichnet die Site mehr als 200.000 registrierte Nutzer und 40.000 Anbieter. 2017 gibt es über 300.000 Artikel und täglich werden über eine $500.000 umgesetzt. Bei jeder Transaktion auf der Plattform verdient Alpha O2 mit. Er erhält eine Provision zwischen 2% und 4%. Er wird zum Multimillionär. Hinter AlphaBay steckt mittlerweile ein ganzes Team. Alpha O2 hat einen Stellvertreter namens The Snake, mehrere Moderatoren, die sich um Streitigkeiten zwischen Käufern und Verkäufern kümmern, und einen PR-Manager. Mit dem explosiven Erfolg der Website zieht der Gründer sich schnell zurück. Er benennt sich um. Aus Alpha O2 wird schlicht Admin. Die Kommunikation läuft jetzt nur noch über The Snake. Doch während Alpha O2 sich aus dem Rampenlicht zurückzieht, schenken ihm amerikanische Ermittler immer mehr Aufmerksamkeit. Wer ist der mächtige Strippenzieher hinter der Plattform, die die dunkle Seite des Internets beherrscht? Und so beginnt eine Jagd, die sich über den gesamten Globus zieht und mehrere Jahre andauern wird. Kapitel 2: Wer ist der König des Darknets? Die amerikanischen Ermittler wollen um jeden Preis herausfinden, wo die Server von AlphaBay stehen. Mit Zugang zu den Servern können sie die Plattform schließen oder sich heimlich dort einschleusen, um so vielleicht die Betreiber ausfindig zu machen. Im Internet geben IP-Adressen Auskunft über die Standorte von Nutzern und Servern. In geschlossenen Netzwerken wie Tor werden Website-Anfragen über etliche zufällige Server auf der ganzen Welt geleitet. Die Route durch die vielen Server kann man nicht zurückverfolgen. Wo Server, Betreiber und Händler sich befinden, kann man also nur schwer herausfinden. Also versuchen es die amerikanischen Ermittler über andere Wege. Sie beginnen, die Plattform zu durchstöbern und anonym Drogen zu kaufen. Sie hoffen auf Fehler der Verkäufer. Vielleicht liefern die Produkte, Verpackungen oder Briefmarken Hinweise auf die Identität des jeweiligen Drogenhändlers. Den können sie dann festnehmen. Aber das sind nur kleine Fische. Händler kommen und gehen. Die Ermittler wollen Alpha O2. Doch der Kopf hinter AlphaBay scheint jede Sicherheitsvorkehrung getroffen zu haben. Er beherrscht augenscheinlich jede Regel des Spiels. Die Ermittler beißen sich verzweifelt die Zähne an ihm aus. Zumindest bis Dezember 2016. In Fresno, Kalifornien sitzt Robert Miller am Schreibtisch. Er arbeitet bei der DEA, der amerikanischen Drogenstrafverfolgungsbehörde. Er ist auf AlphaBay angesetzt. Bis zu diesem Tag wohl ein ziemlich undankbarer Job. Doch plötzlich ploppt da eine Mail in seinem Postfach auf. Der Absender ist anonym. Der sonst so clevere Alpha O2 hat in den Anfangstagen von AlphaBay einen folgenschweren Fehler begangen. Jeder User, der sich damals auf der Website registrierte, erhielt eine Willkommens-E-Mail.
In den Metadaten dieser Mail war die E-Mail-Adresse des wahren Absenders sichtbar. Der Fehler wurde damals schnell korrigiert. Doch der anonyme Tippgeber hat eine dieser ersten Willkommens-E-Mails aufbewahrt. Vielleicht war er 2 Jahre zuvor einer der ersten Kunden von LVO2. Vielleicht ist er der Betreiber einer konkurrierenden Site und hat sich die Mail irgendwie beschafft. Wer weiß. Jedenfalls hat er zugeschaut, wie AlphaBay im Darknet explodiert, nur um diese Mail dann an die DEA weiterzureichen. Die E-Mail-Adresse lautet pimpalex91@hotmail.com. Einerseits ziemlich peinlich, andererseits ein entscheidender Anhaltspunkt für Miller und seine Kollegen. Über die Mail-Adresse stoßen die Ermittler auf Fotos aus den Jahren 2008 und 2009 von einem Alex auf Skyrock.com. Das ist eine französischsprachige Social-Media-Plattform. Dort hat er auch ein altes Dating-Profil verlinkt. In dem Profil ist Trois-Rivières als seine Heimatstadt angegeben. Sie liegt im Süden der kanadischen Provinz Quebec. Laut dem Profil war er damals 17 Jahre alt. Die 91 in seiner Mailadresse könnte also für sein Geburtsjahr stehen. Bei der Gründung von AlphaBay wäre er 23 Jahre alt gewesen. Der Benutzername AlphaO2 taucht auch in einem französischsprachigen Technologieforum auf. Dort erklärt er 2008, wie man einen Virus von einem Bild entfernt. Am Ende des Posts steht seine E-Mail-Adresse und sein voller Name. Alexander Cassis. Die Ermittler haben ihn. Aber wo ist er? Sie finden Cassis PayPal-Account. Auch hier hat er seine private Mail-Adresse angegeben. Über sein LinkedIn-Profil finden sie heraus, dass er als freiberuflicher Software-Designer arbeitet. Außerdem soll er eine eigene Tech-Firma namens EBX Technologies führen. Auf Facebook finden sie das Profil seiner Verlobten, eine Thailänderin. Scheinbar lebt der Kanadier dort. Die Spur führt die Ermittler in die Hauptstadt des Landes. Nach Bangkok. Mithilfe der thailändischen Behörden identifiziert das Ermittlerteam 3 Immobilien in der Stadt, die Cassis gehören. Ein Haus befindet sich in einem bewachten Wohnviertel. Hier lebt AlphaO2 mit seiner Frau. Dann gibt es noch ein zweites Haus und eine 3-Millionen-Villa am Stadtrand von Bangkok. Er hat außerdem ein Ferienhaus in Phuket und ist im Prozess, sich eine weitere Villa auf Zypern zu kaufen. Die Ermittler beginnen, ihn zu beschatten. Zum Lifestyle des Multimillionärs gehören auch mehrere Autos. Besonders mit seinem Lamborghini fährt Cassis gerne durch Bangkok. Agenten beobachten ihn, verfolgen seine Routen und orten sein iPhone. Cassis lebt zwar mit seiner Frau in einem schönen Haus, seine vielen Affären lädt er aber lieber in ein anderes seiner Häuser in Bangkok ein. Die Ermittler taufen das Haus Bachelor Pad, zu Deutsch Junggesellenbude. Cassis ist ein aktives Mitglied in einem Pickup-Artist-Forum. Dort geben Männer sich gegenseitig Tipps, wie man besonders erfolgreich bei Frauen wird. Unter dem Namen Romeo veröffentlicht Cassis seine konservativen Familienwerte und führt quasi einen sexistischen Live-Blog über sein erfolgreiches Sexleben. Ansonsten ist sein Alltag recht normal, fast schon unspektakulär für den König des Darknets. Er steht früh auf, checkt seine Social-Media-Accounts, arbeitet und ist viel zu Hause. Er besucht ab und zu einen Sprachkurs oder geht mit seiner Ehefrau essen. Rund um diese Routinen planen die Behörden akribisch seine Festnahme. Im Juni 2017, wenige Wochen vor dem Zugriff, sitzen ein paar amerikanische Agenten in der Lounge des 5-Sterne-Athenee-Hotel in Bangkok. Plötzlich taucht Cassis auf. Er parkt seinen Porsche Panamera am Eingang und schlendert lässig durch den Eingangsbereich, direkt auf die Agenten zu. Es gibt tausende Hotels in Bangkok. Sind sie aufgeflogen? Hat der König des Darknets sie überlistet? Cassis setzt sich nur wenige Meter von den Agenten entfernt an einen Tisch. So nah waren sie ihm noch nie. Doch er trifft sich nur zu einem Geschäftsessen. Ein absurder Zufall. Zu diesem Zeitpunkt ahnt niemand, dass Cassis einen Monat später tot sein wird. Kapitel 3 – Operation Bayonet. AlphaBay ist zu dieser Zeit der größte Darknet-Markt der Welt. Doch es gibt Konkurrenz.
In Europa nimmt der Hansa Market Parallelfahrt auf und beschäftigt die europäischen Behörden. Durch einen Hinweis eines Sicherheitsforschers finden niederländische Behörden die Server des Hansa Markets. Sie stehen in einem Datenzentrum in den Niederlanden. Eine einmalige Gelegenheit tut sich auf. Sie beobachten die Server, kopieren die Daten und durchforsten unzählige Chat-Einträge der Betreiber der Seite. Sie finden heraus, dass es sich um Deutsche handelt und sie vermutlich sogar noch in Deutschland leben. Gemeinsam mit dem BKA wollen die Niederländer den Hansa-Markt unter ihre Kontrolle bringen. Doch die Admins finden vermutlich heraus, dass eine Kopie ihrer Server erstellt wurde. Der Hansa-Market verschwindet von den niederländischen Servern. In den Chats finden die Behörden auch ein paar Bitcoin-Adressen. Sie beginnen, die Transaktionen dieser Bitcoin-Wallets zu tracken, bis sie bei einer niederländischen Kryptobörse landen. Sie klopfen bei dieser Börse an und lassen sich die Daten geben. Die Spur der Bitcoin führt nach Litauen. Gemeinsam mit den dortigen Behörden machen die Deutschen und die Niederländer die Standorte der neuen Server ausfindig. Diesmal wollen die Behörden zuschlagen. Dann passiert etwas Unerwartetes. Das FBI informiert die europäischen Behörden über ihre Pläne, Alpha O2 festzunehmen und Alpha Bay zu schließen. Und plötzlich ergibt sich eine einzigartige Chance. Operation Bayonet wird ins Leben gerufen. Die Operation wird von FBI und DEA geleitet und umfasst die Zusammenarbeit von Strafverfolgungsbehörden aus insgesamt 7 Ländern. Europol ist ebenfalls beteiligt. Das FBI soll mit der Schließung von Alpha Bay warten, bis die Niederländer Hansa Market in Zusammenarbeit mit den Deutschen unter ihre Kontrolle gebracht haben. Wenn Alpha Bay dann schließt, würde Hansa etliche neue Nutzer gewinnen. So ist es häufig im Darknet, wenn eine Site schließt oder es einen Exit-Scam gibt. Kunden und Händler ziehen einfach um. Aber dieses Mal auf eine Seite, die heimlich von den Strafverfolgungsbehörden gekapert wurde. Mit den Daten könnten die Niederländer tausende nichtsahnende Kriminelle überführen. Ein Honeypot. Alexander Cassis weiß nichts von all dem. Er dreht weiter nichtsahnend seine Runden durch Bangkok im Lamborghini, labert wirres Zeug in seinem Lieblingsforum und betrügt seine Frau. Am 20. Juni 2017 gelingt der erste Teil der Mission. Das Datenzentrum in Litauen wird von niederländischen Einsatzkräften gestürmt. Gleichzeitig verhaften deutsche Behörden die beiden Betreiber des Hansa-Markts in Siegen und Köln. Die Betreiber können vor ihrer Festnahme niemanden warnen. Der Hansa-Markt ist unter niederländischer Kontrolle. Und niemand im Darknet weiß davon. 5. Juli 2017, Bangkok. Es ist soweit. Gegen Cassis liegt ein Haftbefehl vor. Heute werden die Royal Thai Police, die DEA und das FBI Alexander Cassis festnehmen. Alpha O2 soll nach über 2 Jahren endlich das Handwerk gelegt werden. Ein grauer Toyota Camry biegt in eine Sackgasse ein und fährt auf Cassis Haus zu. Am Steuer die Agentin der Royal Thai Police. Dem Wachmann gibt sie zu verstehen, dass sie falsch abgebogen sei. Sie will drehen und baut aus Versehen einen kleinen Unfall. Der Lärm und das Chaos sollen Cassis aus seinem Haus locken. Er soll rauskommen, ohne nachzudenken. Dieser Teil ist wichtig. Seine Geräte müssen möglichst entsperrt sein, wenn er festgenommen wird. Falls seine Festplatten verschlüsselt sind, könnten die Behörden sonst womöglich den Zugang zu Alpha Bay verlieren. Cassis verlässt sein Haus und geht auf den Toyota zu. Er hat sein entsperrtes Handy bei sich. In diesem Moment stürzen sich mehrere Beamte auf ihn. Er versucht, zurück ins Haus zu rennen, womöglich um seinen Computer zu sperren. Doch die Einsatzkräfte überwältigen ihn. Die Ermittler sprinten ins Haus und suchen seinen Laptop. Sie finden ihn im Schlafzimmer. Er ist an und noch nicht auf Standby. Der Plan ist aufgegangen. Die Beamten haben ihn überrascht. Alpha O2 ist noch auf dem Server eingeloggt, der Alpha Bay hostet. Die Ermittler durchsuchen den Laptop und finden mehrere Passwörter für die Alpha Bay Website und die Server. Der Kanadier hinterlässt ein Vermögen von 23 Millionen Dollar. Die Behörden beschlagnahmen seine Luxusautos, die Häuser, ein Hotel sowie Millionen in Form von Kryptowährung. Die Ehefrau von Cassis wird angeklagt. Der Thailänderin wird Geldwäsche vorgeworfen.
eine Woche später, am 12. Juli, ist Alexander Cassis tot. Er hat sich in einer Zelle in Untersuchungshaft das Leben genommen. Der König des Darknets ist Geschichte. Die Schließung von Alphabay durch Behörden wird erst einmal geheim gehalten. Als die Plattform plötzlich offline ist, weiß niemand warum. Ein Exit-Scam? Ein Hack? Haben sich die Betreiber zur Ruhe gesetzt? Die Nutzer wechseln wie erwartet in Horden zu anderen Darknet-Plattformen. Auch zum Hansa-Market. 4 Wochen lang schauen die niederländischen Behörden tausenden Kriminellen bei ihrem Handel auf der Plattform zu und sammeln wertvolle, belastende Beweismittel. Am 20. Juli 2017 wird der Hansa-Market dicht gemacht. Am selben Tag verkündet das US-Justizministerium das Aus von Alphabay und Hansa. Ein gigantischer Erfolg für die globalen Behörden. Today the Department of Justice announces the takedown of the dark web market Alphabay. This is the largest dark market web place takedown in world history. Das Darknet an sich ist keine böse Technologie nur für Kriminelle. Es braucht Orte im Internet, in denen Whistleblower und Journalisten verhältnismäßig sicher sind. Doch Marketplaces wie Alphabay gehören weiter zum Bild dazu. Das globale Katz-und-Maus-Spiel ist noch lange nicht vorbei. Die Nachfrage nach illegalen Drogen, Waffen, Falschgeld und Schadsoftware ist zu groß. Es dauerte nicht lange und Hansa Market und Alphabay waren vergessen. Nutzer strömten zu anderen bestehenden Plattformen. Etliche neue Darknet-Märkte sprossen aus dem Boden und stellten sich besser auf als die ehemaligen Marktführer. Der russische Darknet-Markt Hydra war zeitweise mehr als doppelt so groß wie Alphabay. 2021 wurde auch er von deutschen und amerikanischen Behörden abgeschaltet. Und so entfachte ein neuer Wettkampf um den Titel König des Darknets. Ein vielversprechender Anwärter ist The Snake. Er hat Alphabay 2021 neu aufgezogen und betreibt den Darknet-Marktplatz bis heute. Cheers.